Heute geht es um ein Unternehmen, das in seinem Bereich zur absoluten Weltspitze gehört. Nämlich um die Luzerner Firma Comax. In einem modernen Auto sind bis zu 8 km Kabel verbaut. Da ist es klar, dass man diese Kabel intelligent bündeln muss. Man fasst darum möglichst viele Kabel zu sogenannten Kabelbäumen zusammen. Die Arbeit wird heute tatsächlich noch zu 80% von Hand erledigt. Praktisch immer in spezialisierten Fabriken in Niedriglohnländern. Aber was hat jetzt Comax mit all dem zu tun? Das Unternehmen aus dem luzernischen Dieriken stellt unter anderem Maschinen her, die die Produktion von solchen Kabelbäumen grösstenteils automatisieren. Das spart Zeit und Geld und verbessert auch noch die Qualität. Comax ist in der sogenannten automatisierten Kabelverarbeitung global führend mit einem Marktanteil von fast 50%. Nachdem die Autobranche in der Pandemie aufgrund der Lieferengpässe mit schweren Problemen zu kämpfen hatte, werden in den nächsten Jahren wieder deutlich mehr Autos produziert werden. Das ist sehr wichtig für Comax, weil ihre Maschinen hauptsächlich in der Autoindustrie zum Einsatz kommen. In modernen Autos wird immer mehr Elektronik verbaut. Entsprechend wächst auch die Menge an Kabel und die Komplexität der Kabelbäume. Das erhöht die Nachfrage nach den Automatisierungslösungen von Comax. Und das Ende des Wachstums ist nicht abzusehen. Mit der E-Mobilität und dem automatisierten Fahren werden die Ansprüche an die Verkabelung noch mehr zunehmen und das wird die Nachfrage nach den Maschinen von Comax weiter erhöhen. Gleichzeitig werden kabellose Verbindungen immer wichtiger, nicht zuletzt zum Gewicht sparen. Um bei dieser Entwicklung vorne dabei zu sein, investiert Comax jedes Jahr bis zu 10% von seinem Umsatz in die Forschung und Entwicklung. Vor rund einem Jahr hat sich Comax mit seinem grössten Konkurrenten, der Schweizer Firma Schleuniger, zusammengetan und ist damit noch schlagkräftiger geworden. Wir glauben, dass Comax den eingeschlagenen Wachstumskurs in den nächsten Jahren fortsetzt und die ausgezeichnete Marktposition weiter ausbauen kann. Und das wird sich auch positiv in den Verkaufszahlen und schließlich im Aktienkurs des Unternehmens niederschlagen. Klingt spannend, nicht?